Das ist ein einfacher Rechner. Schon ein paar Jahre alt und auch defekt, aber für die Zwecke, für die wir ihn jetzt nutzen wollen, genau richtig. Schauen wir uns ihn einmal genauer an. Vorne sehen wir CD- und DVD-Laufwerk, ein DVD-Brenner, Floppy-Laufwerk und noch einige weitere Anschlüsse für Soundkarten, Kopfhörer und USB. Hinten haben wir auch eine Reihe an Kabeln. Spannungsfreiheit herstellen, indem wir das Stromkabel ziehen, Tastaturstecker, USB-Maus, der Stecker vom Monitorkabel und hier ist noch das Netzwerkkabel, was wir auch rausziehen. Dann schrauben wir den mal auf und gucken mal, wie das Innenleben aussieht. Ja, bei so viel Kabeln sieht es nicht gerade aufgeräumt aus. Beginnen wir einmal mit den ganzen Stromverbindungen, denn jede Komponente, die wir später noch ausbauen werden, muss ja über einen separaten Stromanschluss verfügen. Und dementsprechend gibt es hier viele, viele Stromkabel, die zum Netzteil führen. Ich löse alle Stromkabel. Das war der Kabelverbinder zum Mainboard. Und dann können wir mit einem Schraubenzieher von hinten das eigentliche Netzteil herausschrauben und dann auch ausbauen. Die dritte Schraube und die vierte Schraube. Und damit ist das Netzteil lose. Vorsichtig rausnehmen, so sieht's aus. Alles klar. Deutlich übersichtlich, was jetzt noch übrig bleibt. Und da sitzt unsere Floppy. Das heißt, das Diskettenlaufwerk, ein Datenkabel zwischen Mainboard und dem Floppy-Laufwerk. Schrauben, die gelöst werden müssen. Und schon kann die Floppy nach vorne rausgezogen werden. So sieht sie aus. Alles klar. Weiter geht's mit dem CD-ROM-Laufwerk. Da haben wir hier ein Datenkabel. Das geht auch direkt bis zum Mainboard. Auch hier müssen Schrauben gelöst werden. Die zweite Schraube. Und das CD-Laufwerk kann auch nach vorne rausgezogen werden. So sieht's aus. Von hinten. Alles klar. Der DVD-Brenner ist hier angeschlossen über dieses rote Kabel. Ist auch ein Datenkabel, aber es ist eine modernere Variante der Datenübertragung. Auch das haben wir einmal direkt am Gerät gelöst. Und hier auch wieder die Schrauben, die rausgezogen werden. DVD-Brenner rausziehen. Okay. Und das Datenkabel geht jetzt nicht direkt ins Mainboard, sondern das geht hier auf eine weitere Steckkarte. Das ist ein spezieller Controller, ein SATA-Controller. Und dieser Controller wird jetzt herausgezogen aus dem Mainboard, sieht so aus. Und wir können ihn zur Seite legen. Hier an dieser Stelle sitzt die Festplatte und dies ist das Datenkabel der Festplatte. Ist wieder so ein etwas altmodischeres Kabel. Die Festplatte ist hier mit einer Schraube gesichert und sitzt so quer im Gehäuse. Das können wir nochmal weiter auseinanderbauen. Da ist noch ein Schutzgehäuse drum. Auch auf der anderen Seite die Schraube lösen. Und so sieht die Festplatte alleine aus. Okay. Als nächstes kommt die Netzwerkkarte an der Reihe. Hier hinten eine Schraube lösen und schon kann die Karte vorsichtig nach oben rausgezogen werden. Von vorne, von hinten. Auf dem Mainboard, schwer zu sehen bei der Kamera, gibt es links und rechts hier noch zwei Halterungen zu lösen und das ist der RAM-Speicher. Jetzt geht es ans Eingemachte. Denn jetzt als nächstes lösen wir ein paar Schrauben rund um dieses Gebilde hier. Zunächst einmal eine Kabelverbindung. Das ist der Kühler, der zum Prozessor gehört, also der auf dem Prozessor sitzt. Wenn wir diese Schrauben gelöst haben gleich, dann können wir oben diesen kleinen Draht abnehmen und direkt darunter befindet sich ein Ventilator, der ständig Luft nach unten auf einen Kühlkörper direkt über der CPU bläst, um die CPU zu kühlen. Das ist der Ventilator und darunter sitzt der Kühlkörper und auch den nehmen wir jetzt mal vorsichtig raus. Da brauchen wir einen Schraubenzieher für. Links und rechts ist der eingehakt. Da ist der Kühlkörper weg und man sieht jetzt schon dort in grün die CPU und dort können wir rechts
eine Halterung lösen und die CPU-Kamera rausziehen. Und so sieht sie von unten aus. Viele kleine Beinchen, kleine Pins, Verbindungen also mit dem Mainboard. Und damit haben wir alles ausgebaut, was man so auf einfache Weise aus diesem Rechner ausbauen kann. Schauen wir nochmal drauf auf die einzelnen Komponenten. Die CPU, den RAM-Speicher, die Netzwerkkarte, die Festplatte, den DVD-Brenner mit der SATA-Controller, das CD-ROM-Laufwerk, die Floppy und im Gehäuse steckt noch das Mainboard. Jetzt haben wir zwar schon viele Komponenten identifiziert und ausgebaut, aber viele, viele weitere Komponenten sind noch nicht dabei gewesen, die befinden sich immer noch auf dem Mainboard. Schauen wir da nochmal genauer hin. Was uns auf jeden Fall noch fehlt, ist ein Grafikcontroller. Also der Baustein, der dafür zuständig ist, dass später auf dem Monitor auch ein Bild dargestellt werden kann. Der dafür zuständige Chip sitzt hier auf dem Mainboard fest verdrahtet, wir können ihn also nicht so einfach ausbauen. Und dann sehen wir noch viele weitere kleine Dinge, die hier auf dem Mainboard ebenfalls fest verlötet sind. Da haben wir überhaupt gar keinen Überblick, was das sein könnte, aber glücklicherweise hat der Hersteller dieses Mainboards im Internet eine Übersicht parat, was alles auf diesem Board enthalten ist. M7NCG400, das ist die Modellbezeichnung des Boards und man sieht darunter die Auflistung, welche Prozessoren passen auf das Board, welcher Chipsatz, der für die Kommunikation mit einigen Geräten noch zuständig ist, ist verbaut, welche Memory-Module können eingesteckt werden, da geht es also um den Hauptspeicher, um den RAM-Speicher. Dann haben wir Erweiterungsslots, die noch belegt werden können, das haben wir gesehen, die Erweiterungskarten, die eingebaut waren. IDE, das ist diese etwas veraltetere Möglichkeit der Datenübertragung zu Festplatten, zu CD-ROM-Laufwerken, das hatten wir dort gesehen. Dann gibt es im Bereich I.O. alles, was für die Ein- und Ausgabe zuständig ist. Welche Möglichkeiten haben wir dort etwas anzuschließen? VGA sehen wir für den Monitoranschluss, PS2 für Maus und Keyboard, also Tastatur. Und dann haben wir einige weitere Sachen, die noch zu tun haben mit verschiedensten weiteren Dingen. Man sieht also die relativ lange Auflistung. Video, Audio, LAN haben wir da noch und ein paar zusätzliche Angaben, was insgesamt noch zu finden ist. Also wir sehen sehr, sehr viel, was untergebracht ist auf diesem Mainboard. Und das alles gehört ja zu unserem Rechner, zu unserem Computer. Und damit werden wir uns dann im Laufe dieses Semesters weiterhin beschäftigen. Und die Computerarchitektur, die unser übergeordnetes Thema ist, die hat jetzt schon einmal gezeigt, was überhaupt alles da ist. Es geht uns aber darum, im Folgenden zu ergründen, wie funktionieren bestimmte Komponenten, die wir jetzt schon identifiziert haben, wie sind sie intern aufgebaut, was kann man von denen erwarten und was können die später für das Betriebssystem tun, denn das Betriebssystem wird ja installiert auf so einem Rechner und muss dann mit diesen Komponenten so zusammenarbeiten. Das ist das Thema im Verlaufe des Semesters in diesem Modul.